Wir haben uns dann auf unsere Kernkompetenz konzentriert. Denn in der momentanen Situation, Postseuche, du weißt, wie es ist mit den Veranstaltungen, die Leute sind sehr zaghaft, was Ticketkäufe betrifft, es ist alles viel schwieriger, alles viel teurer geworden, wäre eine Messe, so wie sie ursprünglich geplant war, nicht abzubilden gewesen. So eine Messe ist ein Vollzeitjob. Also haben wir gesagt, wir machen das, was wir am besten können und machen ein Festival, ein Lesefestival. Und das haben wir 2023 das erste Mal gemacht mit 7 Veranstaltungen. Super angenommen worden. Wir waren bei mehreren Veranstaltungen ausverkauft. Das war sehr abenteuerlich. Und jetzt machen wir das zum zweiten Jahr und planen jetzt schon für 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Sie ist geboren 1977 im wunderschönen Saarbrücken, ist Autorin, Lektorin, Herausgeberin, Veranstalterin und im Team der Buchmesse Saar. Hallo, Isa Theobald. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen uns zuerst ein bisschen über dich unterhalten, bevor wir auf das große Event zu sprechen kommen. Du bist selbst Autorin, habe ich in der Einladung gesagt. Wie wird man denn publizierende Autorin? Wie war das bei dir? Man schreibt, das ist die Grundvoraussetzung. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr beharrlich Kurzgeschichten veröffentlicht habe über Ausschreibungen, über jede Möglichkeit, in irgendeiner Form eine Kurzgeschichte an den Mann zu bringen. Und zwar so lange, bis irgendwann ein Verlag auf mich zukam und sagte, jetzt hast du so viele davon, wollen wir nicht mal ein Buch daraus machen? Das war dann der Eintritt. Das heißt, du hast Glück gehabt, ein Verlag ist auf dich zugekommen, weil üblicherweise muss man erstmal auf Suche gehen, oder? Ja gut, ich habe das 15 Jahre lang gemacht und war auf jedem Event, auf jeder Veranstaltung, auf jeder Lesung, die sich angeboten hat, bis irgendwann jeder meinen Namen und mein Gesicht kannte. Das hilft halt schon. Wäre das auch gleichzeitig so ein Tipp für junge, aufstrebende Autoren, sich sozusagen nicht nur im Kämmerchen aufzuhalten, sondern wirklich rauszugehen? Netzwerken, Veranstaltungen, Branchenverbände, Vereine, Schreibgruppen, alles, was Sichtbarkeit bringt, ist genau das, was man als junger Autor, als junge Autorin braucht. Das hast du gemacht und es hat geklappt. Ja. Du hast gerade so ein bisschen die ersten Gehversuche beschrieben, dann kamen auch die ersten Veröffentlichungen irgendwann. Wenn du dich mal beschreiben solltest, in welchem Genre bist du denn überhaupt zu Hause? Was schreibst du für Bücher? Hauptsächlich Fantastik. Tatsächlich in all ihren Formen und Farben, vom Horror über Urban Fantasy bis zu Coming-of-Age-Jugendfantastik. Aktuell mache ich gerade meine ersten Gehversuche im Genre Krimi. Das ist aber noch nicht veröffentlicht, da arbeite ich jetzt gerade drin. Und ja, eigentlich ist die Fantastik meine Homebase. Wie kam es dazu? Also hast du da klassisch Der Hobbit als junges Mädchen gelesen oder wie ist das entstanden? Ich habe mit dem Elric von Melny Bonnet angefangen und Der Hobbit kam erst später. Aber ich fürchte tatsächlich, war bei mir Stephen King schuld. Okay. Ich hatte noch die ganzen typischen Mädchen-Ballett-Pferde-Bücher in meinem Kinderzimmer stehen, als eine Klassenkameradin, die nicht wusste, was sie anrichtet, mir den Friedhof der Kuscheltiere brachte. Und danach war es rum. Und dann habe ich alles gelesen, was ich von Stephen King in die Finger bekommen habe. Zumindest bis meine Großmutter, bei der ich damals gelebt habe, es mir verboten hat, weil ich aufgehört habe zu schlafen. Zum einen, um zu lesen. Zum anderen, weil ich fürchterliche Angst davor hatte, einzuschlafen. Aber ich kam immer wieder zu King zurück. Ja, das heißt also auch sozusagen diese, oder anders gefragt, was hat dich denn an Stephen King so fasziniert? Der hat ja oft seltsame Wendungen, es wird skurril. Was hat er an ihm gefallen? Vor allen Dingen, dass er die Welt eben nicht so abgebildet hat, wie wir sie kannten. Ne? Diese ganzen Kinderbücher, die ich vorher hatte, die waren ja früher in meinem Alter jetzt nicht so großartig, wie das heute ist mit dem magischen Baumhaus und der Schule der magischen Tiere und was weiß ich. Wir hatten halt wirklich Pferdebücher und Ballettbücher. Und wenn du viel, viel Glück hattest, hattest du die unendliche Geschichte. Zu der kam ich aber leider erst später. Vielleicht mochten meine Eltern Fantastik auch nicht. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war es für mich halt total faszinierend, dass er über Dinge geschrieben hat, die so nicht existieren. Und dann später, dass er Dinge, die völlig alltäglich sind, wie zum Beispiel Hunde oder Autos, richtig gruselig machen konnte. Ja.
Erkennt man vielleicht auch ein bisschen in deinen Büchern wieder, diese Sache. Wie viele Bücher hast du eigentlich bis jetzt veröffentlicht? Oh, verdammt. Das ist eine Frage, auf die ich mich hätte vorbereiten müssen. Bei Romanen sind wir tatsächlich aktuell bei 7. Und dazu eine Kurzgeschichtensammlung, die nur mit meinen Kurzgeschichten herausgekommen ist, und 6 Anthologien, die ich herausgegeben habe mit Kurzgeschichten verschiedenster AutorInnen. Und wer jetzt, sagen wir mal, in dein Werk einsteigen will, was ist dein Bestseller oder was würdest du empfehlen? Mein Bestseller ist tatsächlich hier Anouk, die Succubus-Saga. Die richtet sich aber ausdrücklich an erwachsene LeserInnen. Das ist mir sehr wichtig. Wenn man mit etwas einsteigen möchte, was vielleicht nicht ganz so viel Gewalt und Sex hat, dann würde ich Tochter der Sterne empfehlen. Das spielt sogar hier in Saarbrücken. Gut, das hast du natürlich... Leider nicht dabei. Ich hatte leider keins mehr zu Hause. Aber das ist dann auch für Jugendliche geeignet. Gut, das sind die Leute wahrscheinlich auf Anouk jetzt neugierig geworden. Aber gut, wir haben es versucht. Und deine aktuellste Veröffentlichung? Aktuell ist gerade der 3. Band von Anouk erschienen, Anfang des Jahres. Und das schöne Hardcover da hinten, Gebet für Miss Artemisia Jones, kommt jetzt Ende des Monats endlich als E-Book raus. Ist das eine Trilogie, Anouk? Nein, das sind die ersten 3 Bände einer 7-bändigen Reihe. Und kannst du mal ungefähr anreißen, worum es geht? Um einen Succubus, der in einer Welt lebt, die beinahe unsere ist, nur nicht ganz exakt so, und dafür zuständig ist, die menschliche und die übernatürliche Welt voneinander zu trennen, was nicht unbedingt immer so einfach ist. Es gibt sehr viel Sex und sehr viel Gewalt, und die beste Beschreibung, die ich bis jetzt darüber gehört habe, war, dass das eine Buchreihe ist, in der ich eine Rollenspielrunde mit meinem eigenen Kopf spiele. Okay, klingt schon mal etwas verrückt. Bist du abgefahren? Okay. Also, schaut mal rein. Reden wir mal ein bisschen über den Buchmarkt. Der hat sich in den letzten Jahren auch stark verändert. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Irgendwann kamen elektronische Lesegeräte dazu, was neu war. Papier wurde zuletzt teurer. Das Leseinteresse ging gefühlt zurück. Ich habe aber mal nachgeschaut. Es ist tatsächlich in den letzten 5-6 Jahren stabil geblieben, außer bei den Jugendlichen. Da ist es tatsächlich rückläufig. Du besuchst auch große Messen. Wie schätzt du das ein, wie es aktuell ausschaut auf dem Buchmarkt? Ich würde dem widersprechen, dass es bei den Jugendlichen rückläufig ist. Meinem Eindruck nach ist es tatsächlich geschlechtsabhängig. Es ist bei den jungen Männern und bei den Jungen rückläufig. Die jungen Frauen und die Mädchen rennen den Messen die Bude ein. Also in Frankfurt letztes Jahr kam es teilweise wirklich zu tumultartigen Szenen, weil junge Fans, wirklich zu 95% Mädchen, an gewissen Ständen so lange Schlangen gebildet haben oder so lange ohne zu essen und zu trinken angestanden haben, dass die umgefallen sind. Die sind einfach ohnmächtig geworden. Das ist schon ganz schön cool, so für Bücher. Aber ja, da gibt es halt auch so ein bisschen Snobismus in der Szene. Ne? Man nennt das halt gerne so die Pastellecke, der ganze New Adult-Bereich, die ganzen Romantasy-Sachen. Aber meiner Meinung nach ist es völlig egal, was junge Menschen lesen, solange sie lesen. Und hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist, dass vorwiegend Mädchen jetzt so auf Bücher abheben? Ich glaube, dass da ganz gezielt diese Zielgruppe eben angesprochen wird mit dieser Art von Text, mit dieser ganzen Romance-Geschichte, die Mädels halt sehr abholt. Und ich glaube, wir bräuchten sowas auch für junge Männer. Da hat aber noch keiner den Stein der Weisen gefunden. Okay. Du hast gerade von Messen gesprochen. Das ist auch von mir als Beobachter jetzt einfach so eine Einschätzung, dass halt Lese-Events in den letzten Jahren sehr stark zugenommen haben, auch gut funktionieren. Du hast ja auch zusammen mit Jermaine Paulus, die wir auch schon zu Gast hatten, das Unterdeck, das Lesezimmer im Viertel veranstaltet. Wie erklärst du dir das? Also provokant gefragt, anhören ja, Hörbücher, Podcasten ja auch im Trend, aber selbst lesen nein, kann man das so sagen? Es ist auf jeden Fall ein Trend, ja. Das ist aber auch ganz einfach zu erklären. Wenn ich mich hinsetze und ein Buch lese, dann sitze ich da und lese ein Buch. In unserer Multitasking-Gesellschaft
fällt es den meisten Menschen aber sehr schwer, sich bewusst die Zeit dafür zu nehmen und kein schlechtes Gewissen zu haben. Ein Podcast oder ein Hörbuch kann ich beim Autofahren hören, kann ich beim Bügeln hören, kann ich hören, wenn ich meine Wohnung putze oder was auch immer tue, beim Joggen. Ich glaube, dass das der relevanteste Unterschied ist, dass man, wenn man hört, eben noch was anderes dazu machen kann. Und Lesungen, Lese-Events, Lesebühnen und Messen sind halt einfach vom Eventcharakter her was Besonderes geworden. Wir haben in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal, dank Vorreitern wie Christian von Aster und vielleicht auch Markus Heitz, den Weg weggefunden von dem, was wir früher Wasserglaslesung genannt haben. Also so ein ganz ernster Mensch, der sich hinter seinen Schreibtisch setzt mit seinem Glas stillem Wasser, sich hinsetzt, sein Buch aufschlägt, auf Seite 1 anfängt und dann so lange liest, bis alle schlafen. War jetzt nicht so ganz spannend, ja. Die Lesungen, die wir jetzt zum Beispiel im Drachenwinkel haben und die wir auch im Unterdeck in Saarbrücken hatten, die sind halt ganz anders aufgebaut. Die Szenen, die da gelesen werden, sind eher ausgesucht wie Trailer bei einem Kinofilm. Ja, es wird das zusammengeschnitten, was das Buch ausmacht, und die Lesung soll maximal unterhaltsam für die ZuschauerInnen sein. Das heißt, da greift man auch auf andere Stilmittel zurück, vielleicht Musik, Geräusche oder irgendwas? Es gibt da einen Kollegen, der macht das extrem großartig. Das ist Tom Daut, dessen Lesungen sind Live-Hörspiele. Anders kann man das gar nicht nennen. Super spannend. Musste ich gerade an die 3 Fragezeichen denken. Das war ja auch unglaublich erfolgreich. Ne? Also, ist das ein Weg? Oder? Da ist halt bei den 3 Fragezeichen ist es natürlich auch Nostalgie. Ne? Das ist ja für uns alle Kindheit. Und wenn man die jetzt live sieht, das ist ja, dann ist man spontan wieder 10. Zumal die immer noch so klingen wie damals. Ja. Das ist schon krass. Ein Event, das auch starken Eventcharakter hat, also nicht nur eine Wasserglaslesung ist die Buchmesse Saar. Da haben wir am Anfang gesagt, da bist du auch im Veranstaltungsteam drin. Und dieses Event geht aus von der Buchhandlung, die wir ebenfalls schon erwähnt haben, Drachenwinkel. Zuerst mal, was ist der Drachenwinkel für all die noch nicht da waren? Der Drachenwinkel ist eine inhabergeführte Buchhandlung in Dillingen-Diefeln. Inhaber ist Carsten Wolfer, der halt eben auch die Buchmesse Saar veranstaltet. Unser Schwerpunkt liegt auf Unterhaltungsliteratur, Fantastik, Krimi, Thriller, Historisches, Kinderbücher. Und wir haben einen sehr großen Non-Book-Bereich mit Kinderspielzeug, mit Met, mit Dekoartikeln, mit Schmuck, mit allem, was das Herz begehrt. Und was uns ganz besonders macht, unser Drachenwinkel-Wohnzimmer. Das ist, wie ich gerne sage, die schönste Bühne des Südwestens, die bei uns steht und wo wir dann jeden Freitag Lesungen veranstalten. Also auch dann eher im Bereich der Fantastik oder auch in anderen Bereichen? Quer durch den Garten. Wir hatten ganz viele fantastische AutorInnen jetzt im letzten Halbjahr. Wir hatten aber auch Krimi und Thriller mit Arno Strobel zum Beispiel. Wir haben immer mal wieder Sachbücher. Ganz begeistert sind die Leute zum Beispiel, wenn Dr. Nico Rose kommt. Der schreibt Sachbücher über Psychologie und Heavy Metal, was eine gute Kombi ist. Und da sind wir sehr breit aufgestellt. Also sobald es für die Leute in irgendeiner Form interessant ist, was der Autor, die Autorin macht, ist er bei uns gut aufgehoben. Mhm. Und das wird auch sehr gut besucht. Wie viele Leute passen da rein? So? Um die 150. Wenn wir noch größer werden müssen, wie zum Beispiel bei Arno Strobel, gehen wir gegenüber ins Gemeindehaus. Da passen dann 280 rein. Das sind ja schon ordentliche Zahlen, ne? Eine Lesung. Also wenn man nochmal an die Wasserglaslesungen denkt, da 20 Leute oder so. Wir haben die Buchhandlung für den Buchpreis beworben vor ein paar Jahren. Wir haben ihn auch gewonnen. Und in der Bewerbung haben wir ganz viele alte Fotos gesichtet und haben dann Bilder aus der Anfangszeit gefunden, wo Carsten damals super glücklich und stolz war, wenn da 30 Leute saßen. Wenn wir heute eine Veranstaltung mit 30 Leuten haben, denken wir, ist irgendwo Fußball? Ja, ist das dann sozusagen einfach jetzt ein Trend oder war das die Konsistenz, mit der er das gemacht hat? Ich glaube, das ist die Konsistenz, das ist gewachsen. Es hat sich rumgesprochen. Am Anfang kamen die Leute halt aus dem Bereich Dillingen, vielleicht noch Saarlouis. Heute haben wir Leute, die kommen aus Bochum.
Und ich glaube sogar Leute aus Saarbrücken reisen extra an. Ja, das ist noch seltener als die aus Bochum, aber auch das soll schon geschehen sein. Also schämt euch, Saarbrücker. Saarbrücker aus ihrer Stadt rauszukriegen, ist immer eine besondere Herausforderung. Das stimmt. Genau, das war Drachenwinkel. Die Buchmesse Saar hat eine sehr bewegte Geschichte. Ich habe es jetzt von Anfang an zumindest mit einem Auge mitbekommen, insbesondere als Corona zugeschlagen hat. Vielleicht kannst du die Entwicklung, ich glaube 2000 ging es dann los. 2020, klar. Ging es los, mal die Entwicklung der Messe von der Idee bis zum letzten Jahr nachzeichnen, und über die aktuelle Messe sprechen wir dann danach. Genau, geplant war schon 2019, 2020 eben eine große Buchmesse im Saarland zu machen, in der Saarland und in der Kongresshalle, richtig mit Ständen, mit Live-Veranstaltungen, mit allem, was man sich so vorstellen kann. So riesig groß, Saarland. Ja, es war riesig groß geplant. Es waren auch alle Stände vermietet. Es gab keine Kapazitäten mehr. Es war alles durchgeplant. Wir hatten Timetables, wir hatten Moderationen. Es stand alles. Und dann kam Corona. Und dann haben der Carsten Wolter und damals noch im Team der Benjamin Kien ein echtes Wunder vollbracht und haben innerhalb von 6 Wochen aus dieser Präsenzmesse eine Online-Messe gemacht. Das war ein Wahnsinn, was die da erreicht haben. Carsten hat das gesamte Drachenwinkel-Team zusammengetrommelt. Wir nennen das immer unsere Drachenwinkel-Family. Und wir saßen dann mit, ich glaube, 25 oder 30 Leuten mit 10 Arbeitsplätzen im Drachenwinkel. Jeder hatte seinen Laptop vor sich und hat per Zoom damals dann diese Veranstaltungen gemanagt. War super spannend. Wir dachten nicht, dass wir das nochmal machen müssten, aber wir wissen, wie es ist. Die Seuche blieb ein bisschen. Also haben wir dann 2021 noch einen draufgesetzt und haben von vornherein virtuell geplant mit der ersten tatsächlichen virtuellen Buchmesse weltweit, in der es auch virtuelle Stände gab, durch die man durchlaufen konnte. Da hat die Firma Delinardi wirklich Beeindruckendes geleistet. Und wir hatten mit einem damals noch amerikanischen Anbieter sogar eine Umgebung, in der man als kleines Comic-Männchen auf der Messe rumlaufen und sich mit anderen Leuten unterhalten konnte. War super großartig. Es gab 180 Veranstaltungen an diesem Wochenende in 4 Lesesälen mit internationalen AutorInnen. Da war Brandon Sanderson war da, Kevin Hearn war da, ich glaube, Ted Williams war auch da. Es war irrsinnig. Und als wir damit fertig waren und sonntagsabends die letzte Veranstaltung im Sack war, bin ich zumindest zuerst mal raus vor die Tür, habe mich auf den Boden gesetzt und habe geweint, weil das einfach die 5 anstrengendsten Wochen meines Lebens waren. Und dann haben wir 2022 gesagt, wir setzen aus, weil wir hoffen, wir können jetzt wieder live einsteigen. Und das haben wir 2023 auch gemacht. Aber wir haben uns dann auf unsere Kernkompetenz konzentriert. Denn in der momentanen Situation, Postseuche, du weißt, wie es ist mit den Veranstaltungen, die Leute sind sehr zaghaft, was Ticketkäufe betrifft. Es ist alles viel schwieriger, alles viel teurer geworden. Wäre eine Messe, so wie sie ursprünglich geplant war, nicht abzubilden gewesen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir parallel den Laden weiterführen wollen, so wie er ist, mit unserem Veranstaltungsprogramm, so wie die Leute das von uns erwarten. So eine Messe ist ein Vollzeitjob. Also haben wir gesagt, wir machen das, was wir am besten können, und machen ein Festival, ein Lesefestival. Und das haben wir 2023 das erste Mal gemacht mit 7 Veranstaltungen. Super angenommen worden. Wir waren bei mehreren Veranstaltungen ausverkauft. Gerade die für Kinder und Jugendliche sind auch ganz toll angenommen worden. Es ist mir auch sehr wichtig, dass wir das nächstes Jahr nochmal machen. Dieses Jahr haben wir leider keinen Programmzweig für Kinder und Jugendliche, weil es zeitlich einfach für die AutorInnen nicht gepasst hat. Ist halt leider so. Aber ja, das war sehr abenteuerlich. Und jetzt machen wir das zum zweiten Jahr und planen jetzt schon für 2025. Gibt es auch Online-Aspekte oder ist es jetzt rein Präsenz? Ist tatsächlich jetzt rein Präsenz. Wir haben überlegt, ob wir das streamen wollen. Das ist aber
sehr schwierig. Also wir streamen die Veranstaltungen bei uns im Haus, weil wir da die Technik haben und wir wissen, dass wir das Internet haben. Ja. In den Locations, in denen wir jetzt arbeiten, könnten wir WLAN haben. Und streamen über WLAN ist nicht schön. Ist nicht gut für den Nerven. Kann funktionieren, ja, aber muss nicht. Und wenn Leute Geld für Tickets bezahlen, dann möchte ich, dass das rund läuft. Ich habe das noch so ein bisschen halb in Erinnerung. Als ihr die erste Online-Messe gemacht habt, oder vielleicht auch die zweite, sind doch auch große Messen an euch rangetreten, haben gefragt, wie ihr das gemacht habt. Ne? So irgendwas war doch da. Genau, da wäre jetzt Carsten tatsächlich der bessere Ansprechpartner, weil der die Kommunikation damals gemacht hat. Aber ja, das hat schon eine Welle geschlagen. Hat Wellen geschlagen, auf jeden Fall. Ja, ja, da kamen schon Leute und haben gesagt, okay, wie? Erklärt uns das. Können wir mal zu euch in den Zoom kommen? Ja, also das heißt, auch eine Eigenschaft der Saarländer, aus wenig was machen, improvisieren. Großes entsteht im Kleinen, ne? Leute zusammentrommeln, Nachbarschaftshilfe, was auch immer. Ne? Also. Nachbarschaftshilfe ist vielleicht, als die letzte große Flut Deutschland traf, als das im Ahrtal war, ist ein Drachenwinkel-Kunde sehr hart getroffen worden. Dem hat es den Keller komplett zerstört. Mit, ich weiß nicht mehr, über 2000 Büchern, mit DVDs, mit allem, was er da besessen hat. Es war alles weg. Und wir haben das gepostet bei Facebook, dass das passiert ist, und konnten ihm 2 Paletten mit signierten Büchern, mit Lego, mit DVDs, mit allem, was man sich so vorstellen kann, schicken kann, die Drachenwinkel-Family gesammelt hat. Das ist Saarland. Das ist das Saarland. Auch jetzt sieht man es wieder. Ja. Aktuell. Jetzt, wo es uns selber getroffen hat. Ja, ja. Ja, genau. Zum Schluss sind wir schon. Ja. Kann man jetzt nochmal kommen wir zum Werbeblock. Jetzt kannst du rausschießen. Was erwartet uns denn in diesem Jahr? Welche Neuigkeiten habt ihr? Ich habe gesehen, eine sehr internationale Besetzung habt ihr auch. Also hau raus. Genau. Wir haben 9 Veranstaltungen an 9 verschiedenen Tagen. Wir fangen am 29. Mai an im Gemeindehaus in Dillingen-Diefeln mit Ted Williams, amerikanischer Bestsellerautor, am besten bekannt durch seine Austin Art und seine Otherland-Reihe. Erstere hat er auch dabei. Ich bin super gespannt. Die Lesung wird zweisprachig stattfinden. Er liest auf Englisch, die Anne Steeb liest auf Deutsch und wird auch Fragen und Antworten jeweils übersetzen. Die Geschichte von Austin Art reicht tief zurück in eine uralte Vergangenheit. Auch wenn die Menschen hier ihre Königreiche, die miteinander im Streit liegen, errichtet haben, droht doch immer wieder Gefahr von den unberechenbaren Wesen, die alle Zeiten überdauert haben. Der Hochthron von Erkinland wackelt. Die königliche Familie ist gespalten und geschwächt. Königin Miriamil wurde in einem brutalen Aufstand im Süden verwickelt. Ist sie, wie man glaubt, tatsächlich bei einem Überfall in ihrer eigenen Kutsche verbrannt? Der Thronfolger und Enkel Morgan wurde von einer Soldatin Uttukus in den Ruinen einer verlassenen Stadt gefangen genommen. König Simon aber versinkt in Trauer und Hoffnungslosigkeit, ohne dass er weiß, hinter vielen dieser Katastrophen steckt ein übler Verräter am eigenen Hof. Dann haben wir Ursula Poznanski, damals mit Erebos voll durch die Decke geschossen, mit ihrem Jugendthriller, jetzt ein super spannendes Buch über einen Milliardär, der eine Burg zu einem riesigen Escape Room Abenteuerspielplatz ausgebaut hat, der von einer KI organisiert wird. Und das geht grandios schief. Es hat ihn buchstäblich Unsummen gekostet. Doch Milliardär Nevio hat die halbverfallene Burg Greifenau nicht nur einfach instand setzen lassen. Die unterirdischen Geheimgänge, Gruften und Verliese wurden mit Hilfe modernster Technik zu einer einzigartigen Escape-Welt ausgebaut. Eine künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass das Spiel auf jede Besuchergruppe individuell zugeschnitten ist. Ob mittelalterliche Festung, Vampirschloss oder Fantasy-Welt, Burg Greifenau kann alles sein, was die Spieler sich wünschen.
Um sein grandioses Werk zu testen, lädt Nevio eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Experten ein. Niemand ahnt, dass die KI längst beschlossen hat, ihr eigenes Spiel zu spielen. Und darin ist ein Happy End nicht vorgesehen. Dann haben wir Linus Geschke, auf den freue ich mich auch sehr. Der bringt seinen Thriller Wenn sie lügt mit. Der schreibt normalerweise so für Spiegel Online und die Frankfurter Allgemeine, Sonntagszeitung. Und ich habe zwei seiner vorherigen Krimis gelesen. Der Mann kann Plot-Twists, das wird sicher auch sehr spannend. Sie waren die perfekte Clique, bis sich eine von ihnen in den falschen Mann verliebte. Die Beziehung der 17-jährigen Nora zu dem 4 Jahre älteren David hielt nicht lange. Und nach der Trennung wurde David zum Mörder. Er tötete ein Liebespaar auf einem abgelegenen Parkplatz und kam dann auf der Flucht ums Leben. Für die Bewohner des abgelegenen Ortes war Nora fortan nur noch die Freundin des Killers. Knapp 20 Jahre später kehrt Goran, Noras bester Freund aus Kindertagen, nach Waldesroda zurück, als er erfährt, dass Nora Drohbriefe erhält, die klingen, als würden sie vom verstorben geglaubten David stammen. Um herauszufinden, was dahinter steckt, muss Goran in die Vergangenheit abtauchen. In Noras, aber auch in seine eigene. Alex Beer kommt auch aus Österreich, genau wie Ursula Poznanski. Die schreibt über das Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts und hat dort den Gauner Felix Blum, der als Privatdetektiv tätig ist. Und sie hat den zweiten Fall dabei, den habe ich noch nicht gelesen, weil ich mich nicht selber spoilern wollte. Aber der erste war großartig, also gehe ich davon aus, dass der zweite auch unterhaltsam wird. Als der Gauner Felix Blum nach 3 Jahren endlich aus dem Gefängnis entlassen wird, ist die Welt in Freiheit nicht mehr so, wie er sie vorher kannte. Sein ganzes Hab und Gut wurde gepfändet und auch seine Verlobte ist mittlerweile mit jemand anderem liiert. Nach vielen erfolglosen Versuchen, an Arbeit oder Geld zu gelangen, tut sich Felix schließlich mit seiner neuen Nachbarin Mathilde zusammen. Die ehemalige Prostituierte führt eine Privatdetektei. Schon ihr erster gemeinsamer Fall führt die beiden auf die Spur eines mysteriösen Mörders. Immer noch nah am Bankrott kommt den zwei Detektiven ein lukrativer Auftrag sehr gelegen. Sie sollen herausfinden, wer in die Gruft eines kürzlich verstorbenen Archäologieprofessors eingedrungen ist. Die Ermittlung führt ausgerechnet zu dem Gangsterboss Arthur Lugowski, Felix' ehemaligem Mentor. Die zwei Detektive ahnen nicht, dass sie schon bald zwischen die Fronten rivalisierender Banden geraten werden. Und dann beenden wir den ersten Block mit Wolfgang Holbein. König der deutschsprachigen Fantasy. Ich glaube, wir sind alle mit seinen Büchern groß geworden. Der bringt uns mit Kriemhilds Rache einen neuen Roman aus der Nibelungenwelt mit. Horror, Science Fiction und Fantasy. Kaum ein anderer deutscher Autor ist mit diesen Begriffen so eng verknüpft wie Wolfgang Holbein. Fast 40 Jahre nach seinem Erfolg Hagen von Tronje und 20 Jahre nach seiner meisterhaften Nacherzählung der Nibelungensaga kehrt der King of Fantasy zu den Figuren des Rheingolds zurück. In diesem Sommer lässt der deutsche Erfolgsautor Kriemhild wieder lebendig werden und nimmt uns mit auf eine fantastische Reise zu den Nibelungen. Live gelesen auf dem Bookmesse Saar Festival. Und dann haben wir 2 Tage zum Durchatmen
und bauen quasi unseren Büchertisch in Defeln ab und im Theater am Ring in Saarlouis nochmal auf. Und da starten wir dann mit Ben Aronovic, der kommt aus London und hat seine Flüsse von London-Reihe dabei, wobei ich sehr hoffe, dass ich eben im Interview auch ein paar Infos über seine Tätigkeit bei Dr. Who aus der Nase ziehen kann, weil da kommt mein inneres Fangirl durch. Peter Grant ist Constable in London mit einer ausgeprägten Begabung fürs Magische. Das entgeht auch seinen Vorgesetzten nicht. Denn Thomas Nightingale ist nicht nur Londons Polizeiinspektor, sondern auch der letzte Zauberer Englands. Er bildet Peter in den Grundlagen der Magie aus, für seinen Einsatz in einer ganz besonderen Abteilung. Ihr Spezialgebiet? Die Magie. Und auch wenn Peter prinzipiell nichts gegen das Pauken von Lateinvokabeln hätte, bestimmt nicht, freut er sich dennoch, wenn zur Abwechslung mal wieder echte Polizeiarbeit gefragt ist. Die Geschichten rund um die Flüsse von London führen uns zu einem Vampirnest in Purley, alten Streitigkeiten fast vergessener Götter, mysteriösen Todesfällen in der Jazzszene von Soho, Geistersichtungen auf der U-Bahn-Linie Metropolitan Line, finsteren Vorgängen im Sky Garden Tower, verschwundenen Kindern in der englischen Provinz und der Magie, die sich tief in den Programmcodes unserer Computer verbirgt. Auf dieser Reise treffen wir nicht nur Peters nervige und etwas zu neugierige Cousine Abigail, sondern auch die amerikanische FBI-Agentin Kimberly Reynolds und seinen deutschen Kollegen vom BKA, Tobias Winter. Dann danach kommt Jane as Wanda. Das ist meines Wissens nach eine der wenigen deutschen Self-Publisherinnen, die mit fast jedem Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste landen. Die Frau ist super erfolgreich. Ihr erster Stand auf der Frankfurter Buchmesse hat mich völlig umgehauen, weil er so riesig war und weil sie solche Unmengen an Büchern dabei hatte, dass ich mir dachte, ambitioniert. Und dann war sie ausverkauft, samstags. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt bei uns auch so sein wird. Kingston hat sich verändert. Nichts ist mehr, wie es war. Nach den Geschehnissen des letzten Semesters gibt es eine Reihe neuer Regeln und die Studenten werden rund um die Uhr überprüft und bewacht. Das macht es umso schwerer für Mabel herauszufinden, was mit den Kings geschehen ist. Nach außen hin muss sie so tun, als wäre sie die perfekte Tochter der Elite. Dabei kann sie gerade jetzt niemandem mehr vertrauen. Schon gar nicht Romeo, der sich als ihr schlimmster Widersacher entpuppt. Wohin sind die Kings verschwunden? Und wenn nur einer von ihnen zurückkommt, wird Mabel dann aufhören, nach den anderen zu suchen, um ihr Leben zu retten? Dann kommt Nele Neuhaus, die auch als Self-Publisherin angefangen hat, aber mittlerweile ja auch im Großverlag veröffentlicht. Und die bringt mit Tim Bergman den Schauspieler mit, der den Kommissar in den Verfilmungen ihrer Bücher spielt. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Hatten wir ja letztes Jahr, als Arno Strobel mit Dietmar Wunder seinen Hörbuchsprecher und die Stimme von James Bond mitgebracht hat. Jetzt haben wir halt einen leibhaftigen Schauspieler. Im Feld wird die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Die 16-jährige Larissa wurde erdrosselt. Durch eine DNA-Analyse gerät ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber, der erst zu einer Haftstrafe verurteilt, aber nach einer Haftbeschwerde auf freien Fuß gesetzt wurde, ins Visier der Polizei. Er kann untertauchen, bevor Pia und Bodenstein mit dem Mann sprechen können. Auf einer Landstraße im Hintertaunus wird nachts sein Mann von einem Auto erfasst und getötet. Sein Körper ist übersät mit Bisswunden, sein Gesicht entstellt. Der Mann hatte bei einem illegalen Autorennen eine schwangere Frau getötet. Wovor ist er geflohen und wer hat ihn so zugerichtet? Pia und Bodenstein stoßen auf immer mehr rätselhafte Todes- und Vermisstenfälle und auf eine Parallele zum Mordfall Larissa. Ohne es zu ahnen, steuern sie auf eine Katastrophe zu. Und den Abschluss macht dann Wladimir Kamine. Den habe ich vor 2 Jahren in Leipzig gesehen beim Weiterlesen-Festival. Und es war so großartig, diese riesige Halle voller Menschen zu sehen, die Bauchweh vor Lachen hatten. Ich hoffe, das wird uns genauso gehen.
den Alltag und Weltuntergang. Globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel. Putin und Pilzsaison. Was haben diese Dinge gemeinsam? Nun, sie existieren gleichzeitig und schaffen damit eine Normalität, die vielen nicht ganz normal erscheint. Und doch haben wir uns irgendwie darin eingerichtet. Tatsächlich war die Sorge, der Himmel könnte uns auf den Kopf fallen, hierzulande schon immer weit verbreitet. Dabei liegen die Herausforderungen des Lebens oft in der Suche nach dem Ladekabel oder einem Tenor mit neuen Buchstaben. Ein Glück, dass es einen Chronisten gibt, der diese eigenartige Situation mit Humor beschreibt und mit unbeirrbarem Optimismus zu verstehen versucht. Also man merkt schon, du hast dich 3 Tage mit dem Programm beschäftigt, kannst es auswendig. Naja, ich habe es halt zum Teil auch gebucht. Ja, genau. Ja, toll, also kommt auf jeden Fall vorbei. Also es klingt alles sehr spannend. Ich nehme an, du bist mit deinen Büchern auch vertreten, aber vermutlich eher... Meine Bücher werden auf den Büchertischen nicht sein, weil ich nicht lese. Aber zumindest, wenn wir im Gemeindehaus sind, ist ja der Drachenwinkel direkt gegenüber. Da geht's alles. Kann man dann zuschlagen, genau. Genau. Also, dann danke ich dir recht herzlich für das nette Interview. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass die Reihe noch ganz lange gibt und für euch Hingehbefehl. Auf jeden Fall entdeckt was Neues, erweitert euren Horizont, besucht die Buchmesse, fördert das Lesen. Hast du auch noch was? Oder Saint-Louis und Diefeln sind von Saarbrücken gar nicht so weit. Genau, auch an die Hauptstädter kommt vorbei und schaut es euch an. Also lieben Dank, Isa Theobald. Dankeschön.